Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, der Mann mit der Nase. Ja. Ja, wir sind wieder zurück in Ostriff, sprich in Holzhausen. Und wir haben immer noch jede Menge zu tun. Ja, ich weiß. Es nimmt kein Ende, ne? Was ja auch nicht schlecht ist. Ne? Also, sonst wäre es ja langweilig. Ne? So, und nachdem... Na, lass mal kurz gucken. Ein bisschen Ruhe mal, ne? Ein bisschen Überblick bewahren. Also nachdem so die Frage aufgetaucht ist von wegen, ob der Entwickler aus der Ukraine kommt, ne? Muss ich sagen, ja, kommt er. Und ich habe es aber auch schon im Kommentar, in der Antwort dann schon geschrieben. Also der Entwickler arbeitet seit 2014 an dem Spiel alleine. Bis 2019, jetzt hat er ein paar Freunde an seiner Seite, die das ein bisschen mit vorantreiben. Er hat einen sehr guten Start auf Steam hingelegt, also größtenteils positiv die Bewertungen. Und was auch noch interessant war, ist die Tatsache, dass ein Release natürlich bevorsteht, also das wird garantiert noch dauern. Momentan ist das Ganze ja noch in der Alpha-Version. Es werden etliche Dinge noch mit hinzukommen. Es wird zum Beispiel Kriminalität eine Rolle spielen. Es wird auch noch weitaus mehr Statistiken geben. Wie man selber merkt, jetzt an meinem Kontostand von 4.584 Talern, ist es natürlich auch so, dass ja, das Wirtschaftssystem noch, das Balancing noch nicht ganz so stimmig ist. Ne? Also es ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, also jetzt an die gerichtet, die selber spielen, aber ich merke schon, dass es relativ leicht ist. Ne? Also es ist leicht, aber man kann sich mit der Mechanik langsam vertraut machen, das ist alles gut. Ab Release werde ich dann sowieso komplett neu anfangen. Und ja, wie gesagt, es sollen Krankheiten noch mit reinkommen, also das Gesundheitssystem wird eine Rolle spielen. Wie gesagt, schon Kriminalität, dann auch das Handelssystem wird noch ein bisschen erweitert werden. Und. Aber das wird uns garantiert noch eine Weile beschäftigen, bis ein Release-Termin überhaupt mal in Erwägung gezogen werden kann. Also von daher, momentan ist es alles recht lustiges Aufbauen, ein bisschen Wirtschaft betreiben, aber jetzt noch nicht so große Herausforderungen. Soweit ich es jetzt irgendwo gelesen habe, ist es auch so, dass eine Kampagne auch noch mit reinkommen wird. Also da ist schon noch einiges geplant. Ne? Aber ich finde... Und da muss ich euch auch recht geben, es ist eigentlich das, was man sich unter einem Aufbauspiel eigentlich vorstellt. Ich bin auch ganz froh, dass auch hier bei diesem Spiel, genauso wie bei Medieval Dynasty, obwohl bei Medieval Dynasty habe ich jetzt mittlerweile das Gefühl, es kippt langsam. Dadurch, dass sie jetzt die Banditen mit reinbringen wollen, die neuesten Patch Notes haben auch gezeigt, dass also verschiedene Bronzewaffen herstellbar sein werden. Und ja... Jetzt kommt so da der Part, den ich hier überhaupt nicht haben möchte. Ich möchte hier keine Grenzkonflikte oder mir eine Armee aufbauen müssen oder eine wehrhafte Dorfgemeinschaft oder. Ich möchte einfach nur ein Dorf bauen. Punkt. Ja, also ich möchte einfach nur bauen. So. Und ein Wirtschaftssystem haben, was ich ein bisschen managen muss, was mich ein bisschen vor Herausforderungen stellt. Aber ich möchte dieses ganze Kriegsding, was bei normalen anderen Aufbauspielen immer irgendwie auftaucht, egal, ob das Siedler ist oder ob das jetzt Foundation ist oder. Du hast immer irgendwie Nachbarn, die mit dir einen Konflikt haben und es knallt. Und das ist ein Part, den möchte ich bei Aufbauspielen eigentlich nicht so wirklich haben. Na, da gibt es genug am Markt. Ja, also von daher gesehen, ja, schauen wir mal, was die Zukunft von Ostriff uns noch so bieten wird. Und wir sind hier, ja... Wir brauchen Häuser, wir brauchen neue Leute. Ja, also wenn ich da hinten jetzt die Produktionsstätte anschmeißen will, so richtig, dann brauchen wir einfach Leute. Ja, wir haben zwar jetzt hier schon ein bisschen was gebaut, da wird jetzt auch nochmal ein Haus gebaut. Ich kann aber die Zeit mal ein bisschen laufen lassen. So, hier wird schon das nächste Haus gebaut. Das ist auch gut, aber das wird uns nicht reichen. Ja. Vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt auch dann demnächst noch ein bisschen so in die Schweineproduktion mit einsteigen wollen. Ich weiß nicht. So, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, Mensch, ist ja alles schön gut. Fische,
Aber wir kommen mit der Menge, selbst mit der Menge kommen wir nicht wirklich so richtig zurecht. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir gönnen uns einfach nochmal. Ja, so. Wir gönnen uns einfach nochmal so eine kleine Beschwerde, ne? So. Da müssen wir jetzt aber. Okay, er snappt rein, aber ich. So. Ah, das würde so schön, aber nee. Will er nicht. Hier komme ich. Need to remove trees. Das ist schon ganz klar, aber will ich das so hinsetzen? Das schaut total bescheuert aus. Das bescheuert aus. Aber wir haben ja hier einen Weg. Warte mal. Haben wir da einen Weg? Nö. Und den werden sie sich schon. Nö, wir haben auch keine Möglichkeit. Das. Wir könnten knapp dran vorbeilaufen. Oh, hier haben wir einen Weg. Da würde ich doch sagen, setzt mal doch das Ganze hier hin. Da. Da können die dann als nächstes dann die Fischerhütte in Angriff nehmen. Dann haben wir da nochmal drei zusätzliche Fischer. Was uns natürlich auch dann die Produktion von Fisch steigern wird. Und dann muss ich irgendwann nochmal überlegen, wie es denn so mit dem Verhältnis Salz-Fisch steht. Reicht uns unser Salz, was wir da produzieren, um genügend Trockenfisch herzustellen oder nicht? Lauter so Dinge, die müssen wir achten. Das muss man in Erfahrung bringen. Ne? Da gucken wir mal, der Firewood, da ist er. Okay. 100. So. Wo habe ich die eingelagert? Ja, wir haben 3900 Salz jetzt auf Lager. Ich könnte eigentlich hergehen und sagen, Kinners, wenn da schon die drei Boote, ja, drei Fische haben wir auch, dann lass uns doch einfach hier nur Trockenfisch produzieren. Das wär's doch, oder? Die gehen mir hier schon wieder finanziell komplett am Stock. Ich meine, momentan. Oh, jetzt nicht mehr. Ah, okay. Na gut. Ja, dann ist ja gut. Wenn er sich irgendwas geliehen hat, ist es doch fein. Hä? Achso, und ach, stimmt ja. Ich habe ja hier nochmal ein Haus gesetzt. Stimmt ja. Ich dachte mir schon, hä, haben die jetzt einen Zaun vergessen oder was? Ne, aber nee, das hat schon alles so seinen Sinn. Kriege ich hier noch ein Haus hin? Kriege ich hier noch ein Haus hin? Und wenn, dann würde ich ganz gerne noch mal einen mit Garten nehmen. So. So. Und weil auch gefragt wurde, oder besser gesagt wurde, hier an der Ecke, von wegen die Zäune von den Grundstücken, ne? Das, warte mal, lass uns mal hier das fertig machen und dann schauen wir nochmal. Aber soweit ich weiß, kann man leider die Häuser nachträglich nicht mehr bearbeiten. Na? So. Mal hier den Weg dicht machen, nämlich. Dann würde ich sagen, geht es nämlich bis hier hin. Dann schaut das nämlich noch gut aus. Das Haus muss ich jetzt mal ein bisschen verschieben. Ne, ist es. So. So, dann können wir mit dem Haus hier nämlich langsam anfangen, mal so den Platz für die Kirche festzulegen. Ja. Da müssen wir mal drehen, dass ich einigermaßen hinkomme. Ich hoffe, das klappt. Ja, es klappt. Es klappt. Dann können wir das noch ein bisschen so drehen. Dann hätte ich gesagt, jetzt muss es relativ mittig. So. So. Lass mal schauen mit dem Platz hier. Genau, weil meine Idee ist jetzt ganz einfach, wir machen dann hier noch ein Haus hin, mit einem kleinen Weg dazwischen. Und dann haben wir eigentlich, obwohl da könnte ich eigentlich ein einfaches Haus hinsetzen, das ginge. Aber jetzt lassen wir, okay, wir legen das jetzt mal hier fest. Dann können die da bauen. Das ist auch schön. Das wird alles, läuft. So, jetzt da hinten. Das ist ein bisschen so meine Sorgenecke. Ja, nicht von der Produktion her gesehen, sondern ganz einfach von der Gestaltungsebene her, ne? Also wie mache ich das, dass das einigermaßen schön ausschaut? Bei den Köhlereien möchte ich nicht unbedingt irgendwelche Häuser setzen, weil ja, Real Life würde keiner da wohnen wollen, ne? Weil die Meiler haben wirklich etliches an Rauch produziert und ja, möchte man nicht wirklich. So, bleibt uns natürlich eigentlich nur die Ecke hier, um hier anzufangen, langsam,
Ja, ein bisschen Häuschen. Da würde ich sagen, wenn wir das eigentlich so drehen, so drehen, so drehen, dann lassen wir das mal hier so andocken. Ja, dann wohnen die halt neben der Schmiede. Ich kann es nicht ändern. Das Leben ist hart. Ne? Damals sowieso. Ne? Sollen froh sein, dass überhaupt. Okay, dann würde ich die Hälfte nämlich von dem Feld hier nehmen. So. Und wir lassen die Straße jetzt einfach mal ein bisschen gerade weiterlaufen. Drehe das Ganze noch ein bisschen. Das war zu viel. Das war zu viel. So. Dann das Haus hier hinsetzen und dann machen wir hier so eine schöne Ecke rein. Gut. Dann nennt man das Haus auch. Dann bitte. Kinders, was ist los? Ihr habt einen riesen Garten, ihr müsst das Zeug auch gut verkaufen. Ich kann euch doch nicht jedes Mal irgendwie so, ne? Also glaubst du es. Oh, wir haben einen Todesfall. Oh, wir haben einen Todesfall. Wir haben einen Todesfall. Das ist aber schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ah, muss ich das drehen? Ja. Muss ich wieder ein bisschen drehen. Falsche Richtung. Das dauert mir zu lang. So. Wo müsste es eigentlich passen? So. Setzen wir mal den dahin. Machen wir erstmal die Ränder voll. Wo endet der? Da. So. Ja, also man kann die nicht wirklich ganz genau setzen, aber es ist okay. So, wer ist denn gestorben? Kostanjitin de. Also ihr müsst wirklich entschuldigen, dass ich die Namen nicht aussprechen kann, ne? Aber für einen Nicht-Ukrainer ist es wirklich ein bisschen tricky. Ja, so. Geboren 1645, oh, 1732. Auch wieder ein erfülltes Leben. Das ist schön. Das ist schön. Oh. Also gut, hier haben wir jetzt zwei schicke neue Häuschen. Das läuft auch. Dann sind die jetzt gerade dabei und bauen uns hier unseren Freisitz. Ja, also. Das kam ja auch auf, ne? Also ich denke mal, dadurch, dass wir jetzt hier das Haus setzen konnten, ne? Vorher habe ich ja die Meldung bekommen von wegen, dass das zu weit weg vom nächsten Markt ist, ne? Und ich habe jetzt hier eigentlich nur leere Marktstände hingesetzt und dadurch hat sich das aufgehoben von wegen, dass wir da oben kein Haus bauen können. Ja, also das ist schon nicht schlecht. Ja, stimmt, ist zwar nicht ganz stimmig, ne? Aber okay. So, dann würde ich sagen. Hier machen wir so ein bisschen grundnahrungstechnisch was. Wir werden hier auf jeden Fall Kartoffeln verkaufen. Wir werden hier auf jeden Fall Buckwheat mitverkaufen. Wir werden hier Fisch mitverkaufen. Und als Leckerli bekommen die Sunflower Oil. So, für den Fisch. Für oben drüber. So, dann lass mal hier mal jemanden suchen. Wird sich schon jemand finden im Laufe der Zeit. So, und die bauen uns hier, genau. So, alle Ressourcen sind vorhanden. Dann bauen die uns unseren kleinen Pavillon hin, dass die Leute, wenn sie einkaufen gehen, sie auch mal kurz hinsetzen können. So, haben wir hier schon jemand? Ja, haben wir. Haben wir. Wo kommst denn du her? Ah, guck hin. Ne? Hat ja gleich, da kann er sein Zeug gleich mitnehmen. Also, allein steht? Nein, natürlich nicht. Aber ganz gut ausgerüstet. Alles ist gut. Er hat ein bisschen Geld auf der Tasche. Monatlich kommt rein ein Taler und rausgehen 0,35 an Steuern fürs Grundstück. Mal gucken. Ich habe ja schon erhöht. Ja, also von daher. Verstehe ich nicht ganz, warum der eine da immer betteln muss, aber gut. Naja. Wir haben jetzt 185 Einwohner. Es sucht momentan niemand einen Job, was natürlich auch sehr schön ist eigentlich. Aber wir haben ja auch noch etliches hier zu befüllen, ne, an Arbeitsplätzen. Ah, wie viele Wagen haben wir jetzt da? Einen.
Okay, der ist auch in Action. Gut. Okay. So, dann kümmern wir uns mal jetzt in der Zeit, wo die am Bauen sind, ob das hier alles so passt und klappt und tut und macht, wie wir das wollen. Und zwar, unsere Hühnchen. Ja, produzieren die denn? Die produzieren gut Eier. Wie viel haben wir denn? 11 Stück haben wir. Ach, guck mal hin. Guck mal hin, wir haben Chicken Meat. Kommt das her? Hä, wieso haben wir Chicken Meat? Die Fleischerei ist doch überhaupt nicht in der Produktion drin. Hä? Ja, Wahnsinn. Wir haben tatsächlich Chicken Meat. Dann machen die das quasi in der Hühnerei. Machen die auch gleich, wenn ein Huhn stirbt, anscheinend Chicken Meat. Okay. Okay. Habe ich hier noch irgendwo einen Platz frei? Habe ich hier irgendwo was doppelt drin? Hier haben wir Potatoes. Und hier haben wir auch Potatoes. Dann fliegen hier mal die Potatoes raus. Und wir nehmen doch mal Chicken Meat ins Angebot. Hä? Ach, guck mal. Oh, lecker. Ja, das ist ja krass. Das ist ja cool. Gar nicht gesehen. Dann nehmen wir hier mal Chicken Meat mit auf und sagen, er soll mal... Viel wird es nicht geben, also machen wir mal hier die Grenze auf 500. Das ist okay. Und kommt schon was? Ja. 100 Stück kommen. Das kann dann am Markt verkauft werden. Ach, krass, wir haben Chicken Meat. Bin begeistert gerade. Das ist ja faszinierend. So, wie läuft's bei uns hier? Weil momentan kein Nachwuchs. Das ist schön, wir sind auch über dem Limit jetzt mit einem. Das ist okay. Ja, das passt. So, dann würde ich sagen, die Schweinezucht. Ach, das habe ich auch noch nicht gesehen. Dass das auch noch so hier perfekt angepasst wird, nochmal mit den Pfählen. Das ist ja krass. Ich sag ja, ich bin von dem Spiel wirklich schwer begeistert, vor allen Dingen, weil es wirklich ein sehr, sehr ruhiges Gameplay ist, wenn man das mag. Man kann es sich natürlich auch schwer machen. Aber so ist es ganz einfach. Ja, es plätschert so vor sich hin und es holt dich wirklich ab und ja, macht einfach nur Freude, so sein Dorf zu basteln und zu schauen, dass alles klappt. Ah, schön. So, das Gazebo ist fertig. Dann werfen wir noch gleich mal einen Blick drauf. Auf das Gazebochen, da ist es. Ja, schön, ne? Das finde ich in Ordnung. Hinten wächst der Baum. Okay, wir setzen noch ein kleines Büschlein. Gehen wir mal so nah wie möglich hier hin. So. Und vielleicht noch einen... Ah, da komme ich zu sehr, ne. Das haut hier nicht hin, aber wir können hier ein bisschen den Markt abschotten. Das können wir machen. Das finde ich cool. Das finde ich cool. So. Einversetzt. So. Hat doch was. Das ist doch allerliebst hier. Ach, ist das schön. So. Diesmal aber mit Shift. Ja, oder? So und hier noch einen rein. Tada. Und dann machen wir uns, gönnen wir uns doch einfach mal den Luxus und setzen hier noch schön was dicke Ding. Nee. Diesmal passt er wirklich her. So. Dann haben wir hier doch echt eine schöne Ecke aufgebaut. Also hier würde ich einziehen. Hier würde ich sofort einziehen. Das ist so. Das ist schön. Das ist schön. Sehr schön. So, und dann möchte ich aber jetzt auch noch mal ein bisschen hier Dekoarbeit leisten. Gehen wir hier bis da. Kann ich nicht?
Warum? Kann ich gar nicht? Wieso kann ich nicht? Hier könnte ich. Nee. Er lässt mich nicht. Puh. Dann halt nicht. So, puh. Ist hier noch ein Baum hingesetzt, so? Was hast du davon? Oh, jetzt. Ah, ich bin erschrocken. Jetzt erwischt uns hier auch noch das Müllblatt. Ja. Ich finde es einfach nur idyllisch. Es ist idyllisch. Ich glaube, ich habe diesen Spagat ganz gut hinbekommen von Produktivität und Idylle. Dorfidylle. Dorfromantik. Seht ihr, da müsste ich auch nochmal wieder den neuesten Versuch starten, aber momentan ist zeittechnisch bei mir echt ein bisschen eng. Ich hoffe, das legt sich mal wieder ein bisschen. Und deswegen, ja. Muss Dorfromantik hier stattfinden. Oh, wir haben hier. Oh! Hier, komm, mach nochmal neu. Ja. Da soll er lieber nochmal neu machen. Hier haben sie ja schon. Es ist am Laufen. Es ist am Laufen. Hier kriege ich nicht nochmal ein Haus hin, ne? Daher, ich suche jetzt jede Ecke, wo wir irgendwie noch ein Haus hindödeln können. Ah, da war doch gerade was. Ja. Nein. Das ist mir alles ein bisschen. Ja, doch, ich komme noch ein bisschen. Ja. Komm. Ne? Perfekt. Die letzte Ecke hier noch ausnutzen. Das ist doch perfekt. Ja, da ist er hier oben dann auch nicht mehr so einsam. Das mag ich. Das ist okay. So. Hier. Oh. Es läuft. Es läuft einfach. Es ist einfach am Laufen. Das gibt dir so ein gutes Gefühl. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Schau mal hin. Haben wir hier schon? Wo habe ich den jetzt reingepackt? Hier, ne? Da. Chicken! Haben wir schon 20? Ne, haben wir 20 gekriegt, ne? Reserviert sind 20, okay. Erwartet werden noch 60. Ja, da werden die sich jetzt drauf stürzen. Ne? Unser erstes Hühnchenfleisch im Dorf. Ja, wenn da jetzt nicht hier der Punk abgeht, ne? Weiß ich aber auch nicht. Okay, jetzt kann ich mir schon mal Gedanken machen, wo bauen wir denn bitte schön die Schweinezucht hin? Möchte die jetzt nicht, wirklich nicht, direkt neben die Fleischerei setzen. Das muss echt nicht sein. Das finde ich, nee. Das, nee. Man könnte mir die doch eigentlich hier ansiedeln. Auch ein ganz guter Platz, oder? Ich setze die schon mal. Ich stelle die aber erstmal auf Pause. Productions, wo sind die kleinen Ferkelchen? A place for breeding pigs for meat and Salo. Ne? So. Sieht doch gut aus. Können wir ein bisschen schief setzen, dass es mal ein bisschen noch so ein Flair hier reinkriegt. So. Also hier nochmal einen Weg frei für die Heu machen. Oder? So. Hingesetzt. Aber ich habe gesagt, ich mache erstmal auf Pause. Okay. Was natürlich dann auch noch so ein Punkt sein wird, der demnächst kommen wird, ist unsere Pferde. Und dann muss ich mal gucken, wie das abläuft, wenn wir Pferde haben, wie wir das dann mit den Karren hinbekommen, die an die Pferde gespannt werden. Das wird nochmal spannend. Und da vermisse ich jetzt zum Beispiel wirklich, dass du sagen kannst, also ich habe mich noch nicht mit den Pferden beschäftigt. Es kann natürlich sein, dass es noch mit reinkommt, aber ich habe da irgendwie so, das vermisse ich dann, dass du zum Beispiel sagen kannst, ja, Pferd, ne, auf der Route, ne? Also sprich von dem Händler in den, ja, keine Ahnung, Markt oder Schuppen oder sonst irgendwas, dass du das direkt wirklich festlegen kannst, also Routen planen, ne? Das fehlt mir noch ein bisschen, aber gut, scheint ja auch so alles zu funktionieren, ne? Hier ist auch alles gut. Die zwei müssten eigentlich gut ausgelastet sein hier.
Ja. Sind sie. Die belasse ich auch bei 2. So, die sind auch gut am Schaffen. Schaffe ich aber ruhig lieber Hunger gehen und in nach der Mädel schaue. Ja. Vielleicht früher mal ein bisschen mehr drauf hören sollen. Sorry. Real Life Gag. Okay. Ach, hier haben wir auch noch so ein Ding, ne? Schön, habe ich schon ganz vergessen. Sitzt da einer? Ja. Sitzt da einer drin. Ach, nice. Nice. Jo, hier ist glücklich. Hier wird noch nicht angefangen. Okay, wir sind jetzt gerade hier. Ja, da haben sie jetzt alles. Dann können sie mit dem Bau beginnen. Ach, ich laufe ja auf 1. Können wir ruhig mal ein bisschen auf 2 laufen lassen. Aber es schmiegt sich schön in die Landschaft rein. Das ist okay. Wie schaut es denn eigentlich hier mit der Versorgung aus? Wie schaut es denn da aus? Okay, Firewood und so. Ist alles gut. Alles gut. Und die bringen Salz. Und ich würde ganz gerne jetzt mal ausprobieren, dass mir sagen, hier Worker by Hand ist nicht und Laborers by Hand ist auch nicht. Die sollen da einen Wagen nehmen. Wozu habe ich hier die Hütte gebaut? Na? Da sind genügend Wagen vorhanden. Das können die auch machen. Und dann ist es okay. Dann ist es noch. Weil ich denke, das sind wir einfach mit am effektivsten. Oh, guck mal. Der Bulle rennt sich echt den Hintern wund. Das ist auch gut. Der Ochse besser gesagt. Na? Weil wir können, also meiner Logik nach müsste das doch eigentlich so sein, dass wenn wir jetzt zum Beispiel hier sagen, na, hier, die holen ja eigentlich nur hin und her zwischen den Dingern hier. Ne? Da holen die das meiste quasi für den Export. Und das können sie notfalls wirklich nur mit Handtragen erledigen. Da brauchen die jetzt nicht unbedingt einen Wagen dazu. Na, würde ich jetzt mal sagen. Ich probiere das einfach mal aus. Wenn es Beschwerden gibt, werden die mich garantiert darüber informieren. Ja, also nehmen wir mal das mit den Card raus. Dann können die das mit der ganz einfach mit der Hand hin und her schleppen, dann ist es okay. Ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Ja, wir haben ja auch die Möglichkeiten hier auszutesten, uns selber mal rauszufinden, wie gut funktioniert. Die schrauben wir auch relativ. Müsste halt mehr sparen. So. Hier, der Dorfoberste mit seinen 4500 Talern auf der Tasche, ne? Ja, da müsste halt sparen. Ja, so wie im wirklichen Leben halt auch. Ne? Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Ja, das in einer Welt, wo wir alle die Möglichkeit hätten, das zu ändern, aber es, ja. Never ending story, ne? So, trink jetzt mal. Wir lassen jetzt mal ein bisschen laufen. Mich wundert, dass ich gerade irgendwie so kein Händler kommt, aber okay, wenn mich keiner mag, ne? Takashi könnte mal wieder kommen. Takashi? Ne. Das funktioniert auch nicht mehr, ne? So. Okay, wir haben jetzt hier die Planung, dass die doch mir da hier noch nichts gesetzt. Doch da. Okay, das dauert aber noch, bis die damit anfangen werden. Hier hinten sind wir so gut wie fertig. Ach ja, was ich auch rausgefunden habe, als ist es wirklich so, dass je länger man spielt, anscheinend das Spiel dann ruckliger wird. Weil da die Optimierung vom Arbeitsspeicher und Co. noch nicht wirklich zu 100% passen. Aber da kann man auch mal drüber wegschauen, ne? Weil wie gesagt, der Jung macht das mehr oder weniger ganz alleine und dafür ziehe ich sämtliche Hüte, die ich besitze. Und würde sagen, da kann man sich echt, da ist, jetzt mal wirklich Klartext, da können sich wirklich andere Entwicklungsstudios
Eine Scheibe davon abschneiden, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Das würde ich jetzt mal sagen. So. Hier sind wir zur Hälfte bald durch. Es läuft. Ich erhöhe mal auf 3. Ich hoffe, dass nichts passiert, außer dass da schon wieder jemand Geld braucht. Ah. Bin mir nicht sicher, ob wir nicht da günstiger fahren, wenn wir ab und zu mal jemanden irgendwie so einen Fünfer in die Tasche drücken, als dass ich jetzt hier die Löhne erhöhe. Wäre natürlich eine Überlegung wert. Obwohl, wir produzieren mittlerweile so viele Talerchen. Also, ich muss mal schauen. Ich könnte auch mit der Landtaxe runtergehen, oder? Takashi? Nee. Nein, Takashi. Sind die wenig wollen, aber wenn sie wollen, wollen sie. So, gehen wir das mal durch. Onions haben wir nix. Raspberry haben wir auch nix. Warum eigentlich nicht? Das gibt's noch nicht. Klamotten haben wir auch nicht. Oh. Mehl haben wir gar keins mehr. Oh. Hier haben wir auch gar nichts mehr. Okay, wir haben gar nichts. Wir haben nichts zum Verkaufen, ey. Wow. So, wir haben Juli. Ich würde sagen, wir investieren mal. Das wäre mal so eine Möglichkeit. 500. Hier. Bis wir mal selber produzieren können. Und Honig. Das kommt jetzt erst. Salz brauchen wir nicht, aber das war es dann eigentlich schon. Mehr können wir gerade nicht anbieten. Warum eigentlich nicht? Halt, da ist das Warenhaus. Oh, da ist es. So, gucken wir mal. Wir hätten nur... Hä? Moment. Hallo? Wir haben noch 1000. Warum kann ich... Oder kommt jetzt erst noch... Hä? Lass mal die Zeit mal ein bisschen langsamer laufen. Hä, warum ist... Okay. Das ist jetzt komisch. Und das wollt ihr doch eigentlich auch haben. Und laut Warenhaus haben wir 2585 Stück eingelagert. Da scheint jetzt gerade was nicht zu funktionieren. Vielleicht sollten wir dann doch mal... Ich mir das nicht vorstellen kann. So, Metal Parts, da wartet er drauf, okay. Aber das andere haben wir doch eigentlich da, oder? Das haben wir doch eigentlich da. Warum kann ich es ihm nicht anbieten? Nö, ist nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin da gerade mal verwirrt. So, jetzt... Ich mache jetzt mal einen Test. Mach mal einen Test. Und sag, er kann jetzt mal 1000 haben. Deal. So. 1000 haben wir jetzt in den Verkauf gelegt. Dann müsste jetzt hier dann irgendwie 1585 draus werden. Die Zeit ein bisschen schneller laufen. Hm. Also ihr seht mich jetzt ein bisschen überfordert. Das ist jetzt gerade ein bisschen komisch. Hm. Aber es sind Export. Er holt es sich ab. Okay. Er holt die sich ab. Da haben wir nichts drin. Vielleicht soll ich da mal ein bisschen Zeug einlegen, was er hier immer so braucht. Also, warte mal, ich mache mal einen Screenshot. So, dann kann ich mir das auch merken.
Hat er sich das jetzt geholt? Sieht so aus, ne? Ne, da kommt er doch erst. Da kommt er doch erst. Sunflower Oil. Und ich verstehe es gerade nicht. Na? Ich verstehe es gerade irgendwie nicht. Oder ich habe irgendwie einen Denkfehler drin. Ich weiß es nicht. Nee, steht immer noch auf 2585 Stück in Stock. Was macht er? Dass man das jetzt nicht sieht, wenn man die Schiffe anklickt. Aber er ist doch jetzt hier unterwegs, oder? Ja, er kriegt die Ding nicht her. Ihr seht mich sehr fragend. Oder besser gesagt, ihr hört mich sehr fragend. Wieso kriegt ihr das nicht raus? Wie ist denn das, wenn wir sagen, wir sagen jetzt einfach mal hier Sunflower Oil. Oh. Kann das gar nicht auswählen. Hä? Da kann doch irgendwas nicht stimmen, oder? Kann doch jetzt gerade irgendwas nicht stimmen. Das ist irgendwie so, als wenn die das mit dem Schiff nicht abholen können, weil ich hier kann es ja noch nicht mal einlagern. Ich kann hier nur Sunflowers machen. Ja. Das ist wie es ist. Ne? Sorry. So, was ist bei euch denn schon wieder los? Was ist denn schon wieder los? Ah. Geldprobleme, wohin das Auge reicht. Landtax ist doch schon auf. Komm, wir können es nochmal runtersetzen. Vielleicht hilft ihnen das ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ja, dann haben wir zwar ein bisschen weniger, aber ist okay. So. Schau mal, wir kaufen ja auch höher ein, als sie am Markt das irgendwie, ne, kaufen. Also von daher tun wir denen da schon eigentlich Gutes. Ne? Aber jetzt habe ich halt mal ein bisschen die Landtaxe runtergenommen. Das ist auch. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber das mit dem. Verstehe ich nicht. Verstehe ich gerade beim besten Willen nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bin jetzt gerade komplett verwirrt. Das hat mich jetzt komplett aus dem Konzept geschmissen. Aber gut, sei es wie es ist. So, wir können uns hier noch ein Häuschen erlauben. Direkt an der Kirche. Ich würde allerdings, oder machen wir hier noch einen Garten rein? Schaut schöner aus, ne? Schaut schöner aus. Ich weiß gar nicht, wir sind es eigentlich mit Überproduktion. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Dass wir da mal gucken, wie das denn jetzt so ist. Weil die produzieren ja quasi für den Eigenbedarf und den Überschuss stellen sie ja quasi uns dann mehr oder weniger zur Verfügung für die Märkte. Aber was ist dann, wo sehe ich das genau, dass die dann... Warte mal, ich muss mich mal konzentrieren jetzt gerade hier. Ja. So, wir haben hier einen schönen Weg. So. Den müssen wir uns jetzt noch ein bisschen schön klöppeln. Und zwar machen wir das so. So. Ja, ein bisschen weiter rüber. So ist gerade. So. Und dann würde ich sagen, lassen wir den aber nicht an der Kirche anschließen, sondern wir machen das dann hier. So. Wo machen wir das hin? Ja. Dann kriegt er hier noch ein bisschen so einen dreieckigen Garten hin. So,
So können wir das lassen. So gefällt mir das. Okay, lassen wir. Wenn die kann gebaut werden. Also mir lässt es immer noch keine Ruhe. Da ist nichts rausgegangen. Die haben das nicht verkauft. Das, und vor allen Dingen, warum kann ich hier nicht? Nee. War ja auch in der Saison drin, wo jemand da ist. Also von daher ist doch alles gut. Ich bin da jetzt echt überfragt. Komm, wir klicken mal wieder alles an. Aber ich verstehe es nicht. Ich habe kein Sonnenblumenöl hier, was ich einlagern kann. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall hier die Möglichkeit, wieder Schiffe zu bauen. Und wir setzen hier mal 3 Fische rein. Die müssten ja eigentlich die Einstellungen jetzt... So. Jetzt müsste die Einstellung haben. Komisch, dass es nicht automatisch übernimmt, aber ja. Okay. Was ist jetzt hier? Apply to building. Was? Ah. So. Okay, das läuft. Er ist jetzt am Bauen, oder? Nee, halt, wir sind falsch. Da muss ich hin. Ja, er baut die Fischerboote. Guck hin, da haben wir 3 Fischerhütten. Die produzieren uns Fisch ohne Ende. Das ist schön. Ja, das läuft doch. Aber wie gesagt, ich kapiere gerade nicht, warum das nicht geklappt hat. Aber ich denke mal wirklich, dass die das nicht anliefern können. Also, dass die da in den Hafen mehr oder weniger nicht liefern können. Und da verstehe ich nicht, warum nicht. Macht gerade keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Vielleicht ist euch irgendwas aufgefallen, was ich vielleicht übersehen habe. Aber ich habe wirklich die Vermutung, dass wir hier keinen... Ich kann hier nichts scrollen mehr, nichts mehr. Nö, ist nicht. Und wir haben hier wirklich kein. Nö, kein Sonnenblumenöl. Okay. Das ist wieder was, was mich beschäftigen wird die ganze Nacht. Ach. Ja, aber schaut mal her. Jetzt haben wir doch wirklich geschafft, hier auch einigermaßen noch ein paar Häuser hinzusetzen. Auch so, dass es wieder passend sich an den Rest angliedert. Das ist in Ordnung. Wir schauen hier die Felder auf. Hier hat er wieder aufgeforstet. Okay. Das ist schön. Hier auch. Da haben wir noch 55 Bäume, die sie sich schnappen können. Das läuft. Da kommt doch schon wieder irgendwas. Ich hab doch was gehört. Hab nichts gesehen. So, hier wird gebaut. Schön. Ja, dann sollen sie dann als nächstes mal den Schweinestall machen. Dass wir uns dem auch noch widmen können. Und ich denke mal, von der Geschwindigkeit her, wie wir quasi die Produktionsketten aufbauen, ist es auch noch recht angenehm. Ich stanze jetzt hier nicht wild irgendwas aus der Gegend oder in die Gegend rein. Ja, aber ja, das, ich denke mal, da haben wir einen ganz gute Balance gefunden. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mir so mein Dörfchen hier anschaue, dass es doch eigentlich relativ sehr kompakt ist. Ja, das ist wirklich sehr kompakt und doch irgendwie nicht überfüllt. Also vielleicht empfindet ihr das anders, aber mein Empfinden ist irgendwie so, dass es auch hier eine gewisse Harmonie herrscht, ne? Na ja, gut. Scheine ich mal irgendwas richtig gemacht zu haben. So, was läuft hier? Wir haben jemanden, der verkauft auch fleißig, das ist alles gut. Alles fein. Das ist okay. So.
Wie schaut's hier aus? Die sind am Ackern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch alles gut. Unseren Kühen geht's auch prächtig. Schon schön. Ich sag's ja immer wieder gerne. Es ist schon schön. So schön. So, und mit diesem schönen Ausblick... Oh, warte mal. Das will ich mir jetzt noch schnell angucken. Ja. Genau. So hatte ich das geplant, weil dann können wir nämlich jetzt hierher gehen. Können uns hier ein lustiges Zäunchen setzen. Ja. Ja, ja. So. Da kommt wenigstens keiner durch. Ja, und es wirkt auch schon mal ein bisschen abgeschlossen. Hier würde ich ganz gerne dann auch wieder einen schönen Torbogen setzen. Schauen wir mal, ob die hinpassen. Da müssen wir allerdings den kleinen nehmen. Oh. Könnte eng werden. Könnte eng werden. Ist eng. Das ist eng. Aber dann machen wir uns doch das mal hier ein bisschen einfach. Naja, warte mal. Das muss ja jetzt eigentlich... Nee. Das muss ja jetzt eigentlich hier festlich werden, ne? Hallo, ist der Kirchplatz. Ja? Der Kirchplatz. Setzen wir den mal so hin. Und jetzt schaue ich mal, dass ich mit den Zäunen noch irgendwie... Ah, was war das? Hallo? Was war denn das? Ganz normal drauf gedrückt. Okay. Ja, dass wir das dann mal so hier hinsetzen. Ja. Jawohl. Und dann noch hier drüben hin. So. Sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt. Nice. Nice. Okay, Kinders. Mit dem Ausblick auf die Kirche verabschiede ich mich aus dieser heutigen Folge von euch. Möchte mich bei euch für eure Kommentare bedanken und kann immer nur wieder sagen, es ist mir wirklich eine Freude, für euch spielen zu dürfen und freue mich auf morgen, ne, wenn es wieder heißt Holzhausen, unsere Zukunft. Also Kinders, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit und ich sage Tschüss.